Tatsächlich, ihr habt alle Pilze gefunden. Also gut, nehmt das Schild hier dafür. Mehr habe ich nicht. Was, ich will aber mehr als ein dummes Schild. Mir wurde mehr versprochen. Das stimmt zwar nicht, aber Details interessieren mich eh nicht. Was ist denn das überhaupt für ein Schild? Eins, das ich nicht benutzen kann, weil ich zweihändige Waffen benutze. Sehr gut. Hat sich das hier richtig gelohnt? Richtig überhaupt nicht. Die konnte das Schild ja auch nicht benutzen, oder? Wenn ich es jetzt nochmal finden würde. Vor allem, weil ich irgendwie schon annähernd gleich gute Schilde habe. Toll. Hat sich voll gelohnt, wie gesagt. Naja, wir haben Erfahrungspunkte bekommen, ein bisschen was. Gibt es Arbeit? Ich wünschte, ich hätte Mondsilber. Mondsilber Hallen. Oh. Nur Zwerge bauen das Hallen aus Silber. Begehren. So total idiotisch. Aber es kapiert die Zwerge einfach mal nicht so. Wie sieht's denn aus? 2000 gleich. Also keine größere Armee für mich. Leider nein, leider nein. Das ist so eine Mondsilberhalle. Nehme ich doch einfach die da. Ja, da steht ja so ein Typ davor. Den schlage ich einfach tot. Der hat eh kein Schild mehr. Von daher. Ich habe ihm sein Schild weggenommen. Jetzt kann ich ihn einfach totschlagen. Ist gar kein Ding. So, ich habe auch annähernd 10.000 Steine und 15.000 Holz, verdammt. Zur Stelle. Wo zur Hölle läufst du denn rum? Ah, Erdspalt. Soll ich dir mal einen ganz anderen Spalt zeigen, Süße? Nein, Moment, falsch rum. Andersrum wird ein Schuh draus. Oder eine Spalte. So, jetzt aber. Es ist lange her, dass ein Abgesandter der Völker... Kennen wir schon. Könnt ihr... Wenn unter... Hier... Gut. Ich bin... Da wird's uns... Kennen wir doch auch es schon. Es hat begonnen. Ich kann sie abbrechen. Die Wächter sind erschienen. Die werden schon platt gemacht. Sie beschwören den Zorn der Felsen. Glaube ich ja nicht. Der alte Fluch erwacht. Deine Mutter erwacht, ey. Findet sie. Haltet sie auf, bevor sie das Ritual vollenden können. Sie sehen schon so aus, als würden sie das Ritual durchführen. Dies ist die einzige Hilfe, die ich euch gewähren kann. Möge Nidhalf euch gnädig sein, Mensch. Ja, kennen wir doch schon. Verdammt. Ja, ich hab sie gesehen, ich würde sie gerne jetzt töten. Darf ich? Danke. Alles klar. Die töten hier gerade meine Zwerge. Und meine Mine, das geht ja gar nicht. Ich arbeite ja dran. So, die töten hier alle. Töte auch mal den Wächter des Felsens. Für Level 12 fällt der nicht viel aus. So, ab da runter. Alles klar. Und dann da hoch noch. Ach, Kinderkacke hier. So, Level 15. Ich kann immer noch keinen weiteren Slot ausfüllen. Aber ich kann diesen hier tun. Oh ja, ich kann das hier tun und das hier. Einwandfrei.
Hier ist kein so betender. Nein, hier sind nur so Steinlinge. Okay. Nehme ich einfach mal so hin. Ich akzeptiere das stillschweigend ausnahmsweise mal, weil ich heute so gut gelaunt bin. Na komm, tötet sie alle. Männer. Ich will es gar nicht so genau wissen, oder vielleicht doch? Mit dieser sexuellen Perversion hier bin ich immer gleich dabei. Ich muss nachher nochmal durchgucken, was jetzt Neues, Besseres an Rüstung alles tragen kann. Der hat nichts dabei natürlich. Ah, sind jetzt schon wieder mit meiner Maus. Schon wieder direkt drin, ich glaub's nicht. Ich habe meinen Rechner sauber gemacht, jetzt hängt das Ganze hier auf meinem Mauspad. Was zur Hölle? Ja, vorsichtig. Nicht noch mehr kaputt machen, als er eh schon ist unten drunter. Schon voll abgenutzt. Verstehe ich gar nicht, habe ich das irgendwie, keine Ahnung, 4 Jahre oder so. Verstehe gar nicht, warum die schon kaputt ist. Schlechte Verarbeitung. Die Amiga-Mäuse, die wir alles hier haben, klar, haben 20 Jahre gehalten. Gut, die sind hauptsächlich auch dafür konzipiert, dass man damit Leute totschlägt, von daher. Nein, das war das Falsche. Scheiße, ein Dreck. Nein, hört auf sowas. Wird ja auch so noch was. Was ist denn da hinten drin? Das sieht so verdächtig aus. Alles klar. Sind schon alle tot? Nein, doch nicht mehr. Bei mir ist auch noch keiner gestorben, überrascht mich. Scheinbar heilen die Druiden tatsächlich besser als die Heilerin. Was willst du denn noch? Komm, geh sterben. Nochmal, da ist noch ein Steinling. Hier ist tatsächlich nichts. Kommt mir sehr komisch vor. Da ist doch was faul. Ach nein. Was ist dieses Obst? So, dann würde ich sagen, ich brauche wieder neue Zwerge. Ich muss meine Mine wieder aufbauen. Töte den auch mal. Dann sehe ich überhaupt, wie weit das Ritual ist. Egal. Es ist wieder einer tot. Schön, dass die noch leuchtet, finde ich toll. Wir laufen als erstes mal hier hin. So, und gucken jetzt erstmal die Waffen durch. Wir haben hier 13 bis 19. 13 bis 19, das ist alles langweiliger Müll, würde ich sagen. 13 bis 19. Ja, das nimmt sich nichts. Das ist alles Müll. Müll, Müll. Oh, Moment, 80 Stärke und Geschicklichkeit plus 10. Oh, das erhöht meine Kampfgeschwindigkeit. Ah, Kampf plus 5. Und damit habe ich auch eine höhere Wahrscheinlichkeit zu treffen. Sehr gut. Rüstungsklasse ist höher. Lebenspunkte sinken massiv ab. Ah, wegen 15 plus Ausdauer. Aber ich nehme sie trotzdem mal. Ihr teilt euch auf, wie clever. Hätte ich auch gemacht. Volle Angriffsstärke wird eh völlig überbewertet. So, Helm haben wir hier was Neues. 24. Oh. Oh. Setz auf das Ding. Yeah. Jetzt kann ich mit bizarren Sexfetisch voll ausleben. Rüstungsklasse 40. Leichte Rüstung 7. Toll. Klasse 19. Was ist das für ein Schrott, das ich hier habe? Was soll ich denn damit anfangen? Was? Ach, wie sie mich immer wieder verarschen mit diesem Kack. Wird sofort ausgeführt. Wolfs an
angegriffen bei den Jägern, die sowieso unwichtig sind. Was ist denn da hinten? Das sehe ich jetzt erst. War der schon immer da? Kann mich gar nicht daran erinnern. Stärke, Ausdauer, Wendigkeit, Geschicklichkeit. Das ist. Ja, nehme ich lieber das. Das ist, glaube ich, deutlich besser. So ein bisschen, ne? So. Ist er tot? Er ist tot. Dann auf zum letzten. Was? Da lebt noch einer? Och. Da kommen wieder neue, was? Was ist das denn? Was waren schon diese Tafeln da? Die habe ich vorhin gar nicht gesehen. Jetzt berührt werden. Das Symbol ist voll. Oh Gott. Ich würde sagen, ich mähe jetzt erstmal die hier nieder. Das war irgend so ein Kack-Quest nochmal, oder? Das beiden Symbole der Hand folgen aufeinander. Wer einmal das Symbol der Hand berührt, soll es zugleich ein zweites Mal berühren. Oh. Das soll ich mir vielleicht mal aufschreiben? So, töte den mal noch und dann ist ja endlich Schluss. Diesen Mist hier, so, tschüss. Nein. Erdenklinge. Okay. Wird sofort ausgeführt. Obwohl, nein, sammelt euch mal da. So, ich speichere jetzt erstmal, bevor ich Scheiße baue. Und mich selbst töte oder so unlustige Sachen. Man weiß es ja nie. Symbol der Hand folgen aufeinander. Also H. Okay. Okay. Was war auf dem anderen gestanden? Okay. Nehmen wir, dass ich mich jetzt richtig gelesen habe. Muss auch als zweites berührt werden. Ja, ja, passt, passt, passt. So. Die habe ich vorhin gar nicht gesehen, die Tafeln. Standen die schon immer da? Nein, die kamen plötzlich aus dem Nichts. Ich weiß es gar nicht. Könnte sogar möglich sein. Ich will es mal nicht ausschließen. Symbol des Bluttropfens. Auge und Bluttropfen. Ist immer so schnell hier weg sein muss. Zwischen denen des Auges und der Hand. Okay. Kann's ja losgehen. Wie weit die laufen hier? Wie der Boden hier so komisch wird. Mein Gott, hier ist böse Magie am Werk. So, ein Auge, eine Hand, eine Blutstropfen. Das Auge berühren. Auge. Ja. Auge berühren. Okay. Dann den Blutstropfen berühren. Die Hand berühren. Die Hand berühren. Den Blutstropfen berühren. Das Auge berühren. Oh Gott. Meine ganze Armee ist nicht da. Na, leck mich. Naja. Geht auch so, glaube ich. Sag mir so mein Gefühl, dass es auch so geht. So, also ganz grob mein Gefühl sagt mir, dass ich das auch ohne meine Armee schaffe. Tut mir erstmal den Geist eines Kriegers, der nervt mich gerade am meisten, so. Und tschüss. Tschüss. Ich habe mir Sorgen gemacht, dass die irgendwie schwer wären, wisst ihr? Aber das machen wir wieder völlig unbegründet. Einfach viel zu mächtig bin. Auf dem Weg. Ich bin einfach so übermächtig, versteht ihr? Ich habe einen sehr bizarren Sexfetisch auch, wie man hier sieht, ne?
Was war das hier? Achso, gebosste Zwerge. Davon habe ich sau viele. Was soll ich denn mit dem ganzen Scheiß? Ich weiß nicht mal, was ich davon überhaupt noch brauche und was ich im Prinzip verkaufen kann oder wegwerfen oder mir in den Arsch stecken. Wird sofort ausgeführt. So, wie sieht es überhaupt aus? 74, 91, Stern für mich, Stern für die Amulett. Es gleitet ins Innere. Wenn du verstehst, was ich meine. Oh. Vieles neues, schönes Zeug. Ja, ihr macht es schon. So, was habe ich denn hier? Ein. Ja, bestimmt werde ich den jetzt anziehen. Das ist genau, was ich mir gewünscht habe. Aber der kann den vielleicht anziehen. 35, Ausdauer 4, Wendigkeit 4. Schön, dass wir darüber geredet haben. Apropos darüber reden. Ne, der kann auch nichts, okay. Kann das auch nicht bedienen, das Zeug. Also haben wir wieder einen Haufen Müll eingesammelt. Aber Moment, den Runenkrieger Stufe 12. Priesterin ist vielleicht gar nicht mal ein Kämpfer, mal mehr, dann fliegt mal raus. War der hier, war der so. Und das ist alles irgendwie low level. Das interessiert uns gar nicht. Weil es so voll low ist. Achso, das ist das Zeug, was er anhatte, natürlich. Wusste ich doch gleich, wusste ich gleich. Teleport zu Erdspalt. Teleportieren wir mal zum Spalt, Süße. So, was kann er denn überhaupt? Er kann leichte Kriegskunst, sehr gut. Gibt er hier gleich mit der Feueraxt in die Hand. Und erstmal so einen scharfen. Nee, wo war denn dieser Giftdolch? Nee, ich will diesen Giftdolch, den wir dann handdrücken, wenn ich ihn nochmal finde. Wie, hä? Lass mich verarschen. Feuertanz finde ich. Das kann er nicht benutzen, weil. Oh, Stichwaffen, natürlich. Ja, kriegt eben zweimal Feuer, das passt dann schon. So, dann Rüstungen. Kriegt erstmal was Dickes, was noch Dickeres. Passt. Ah, Beinlinge hier, 25. Besseres habe ich gar nicht. Schönes Helmchen oben drauf. Stärke plus 5 nehme ich schon mal mit, würde ich sagen. Ist noch was Besseres. Weisheit ist uninteressant. Nicht wirklich. Nö. So, gut, ausgerüstet. Weiter geht's. Was? Die Wächter sind besiegt. Ihr habt den Fluch bezwungen. So nehmt den Preis. Diese Klinge wurde mit der Kraft der Erde für euch geformt. Sie soll unseren neuen Bund besiegen. Oh, ich hab eine Erdenklinge. Was man halt so findet, ne? Wenn man Erdenklinge. Skarvik die Erdenklinge. Aber erstmal mal zu diesem anderen Typen. Der noch irgendwas sagen will oder ob es dann war. Nein, das war's dann. Dann würde ich sagen, wir wollen in die Windholme. Und jetzt ist unsere Armee wieder am Arsch. Ach, ich liebe es. Unzählige Tote. So, wie muss ich denn da? Den Eisenbartmann hier. Hier sind auch noch ein paar Fragezeichen. Nithalfs Stärke. Was sagt ihr zu dieser Klinge? Nithalfs Bart. Eine Erdenklinge. Kann man sie verwenden?
Ihr benötigt einen Griff, der sie halten kann. Ich kann euch einen anfertigen, wenn ich das richtige Material bekomme. Was benötigt ihr? Rotes Adamantinum ist das einzige.